Nun will ich heute mal das Experiment wagen, da ich hier das erste Mal mit meinem Fahrrad identisch bin auf dem Pilgerweg, wo auch die Fußpilger wandern, einen kleinen Zwischenbericht zu geben. Ich bin jetzt 30 Kilometer von Santo Domingo hierher nach Dos Santos mit dem Wohnmobil gefahren und habe jetzt mein Fahrrad abgebaut und fahre Margot entgegen. Ich hoffe, dass wir uns auf der Mitte treffen. Und eben habe ich in Dos Santos schon die ersten Versuche unternommen, ob wir heute Abend Strom von einem Bauern bekommen, denn auch hier ist weit und breit kein Stellplatz oder Campingplatz zu sehen, was immer wieder am Camino selbstverständlich ist. Das sind Rastplätze auch mit Wasser. Am Wasser mangelt es nicht, aber natürlich braucht der normale Jakobswegwanderer keinen Strom. Ich bin jetzt gerade in Belorado, wie man hier sieht. Der rote gepunktete Weg geht, wie wir gleich sehen werden, die Landstraße entlang. Und der blaue, das ist der Fußpilgerweg, der geht hier die Berge hoch. Man kann es jetzt hier noch gar nicht so richtig sehen, in einer sehr, sehr starken Steigung, die einfach für Fahrradfahrer zu viel wäre. Für uns Fahrradfahrer, Fahrradpilger, die immerhin 20% aller Pilger ausmachen, ist diese Landstraße vorgesehen und sie ist typisch für unsere Route, weil wir immer wieder, als wären wir in Sibirien oder in den Vereinigten Staaten irgendwo über 5-6 Kilometer geradeaus Landstraßen auf uns warten. Heute ist der 8. Tag unseres Pilgerweges. Wir sind 190 Kilometer entfernt von Pamplona und ich bin vor einer halben Stunde in Santo Domingo weggefahren, habe die Margot dort abgesetzt und bin hier nach Dos Santos, das ist der Nachbarort, gefahren, habe dort das Wohnmobil abgesetzt und schon mal einen Bauern gefragt, ob wir heute Abend dort Strom haben könnten, denn es gibt weit und breit keinen Stellplatz und keinen Campingplatz und wir brauchen für unsere Fahrradakkus und auch für meine Atemmaske, die die Atemaussetzer nachts verhindern soll, einfach elektrischen Strom. Die Autobatterie reicht dafür nicht aus. Ich werde jetzt gleich weiterfahren und hoffe, dass ich etwa auf der Mitte auf Margot treffe und wir dann gemeinsam hier zurück nach Dos Santos fahren. Die Sonne scheint, wie man sehen kann, aber es ist trotzdem ein kalter Wind. Heute Nacht waren es 4 Grad und sobald die Sonne weg ist, wird es richtig kalt. Deswegen habe ich auch meinen Anorak dabei und jetzt will ich einfach erstmal die Reise fortsetzen.